Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Am Samstag ging es für uns los mit den Verblendbalken an der Decke im Wohnzimmer. Marius hatte sich da so ein recht einfaches System überlegt, um die zu befestigen. Und zwar haben wir erstmal alles schön aufgemessen und uns Hilfslinien gezogen. Unser Ziel war es hier ganz klar, dass die Balken nicht ganz parallel und nicht ganz gerade und alles sind, weil ja, in unserem Esszimmer und in unserer Küche sind ja echte Balken an den Decken und auch die sind nicht alle sehr parallel zueinander, geschweige denn immer auf derselben Höhe und so weiter. Deshalb ja, wollten wir das so echt wie möglich nachstellen und haben da frei Schnauze die Linien gezogen und nicht so ganz genau mit dem Meterband geguckt, ob das jetzt stimmt oder nicht. Dann hat er jeweils pro Balken zwei solche Holzklötzchen an die Wand halt festgeschraubt und daran von der Seite dann die Holzbalken festgeschraubt. Da mussten wir bei dem einen Balken halt noch gucken, dass sich da die Stromleitung noch drin befindet, weil wir in dem Bereich vom Wohnzimmer in der Mitte der Decke ganz traditionell eine Leuchte haben wollen. Auf der anderen Seite haben wir uns noch nicht final entschieden. So wie das Wohnzimmer jetzt sein soll, bräuchten wir sie eigentlich nicht, aber ich hatte irgendwann mit dem Gedanken gespielt, dass ja vielleicht irgendwann mal da, ja keine Ahnung, doch irgendwie ein Esstisch oder ein Spieltisch oder sonst irgendwas kommen könnte, wenn auch nicht in der Zeit, in der wir hier leben. Und da wäre es vielleicht doch nicht so schlecht, wenn sich da auch in der Mitte der Decke noch eine Leuchte befinden würde. Heute war hier schon so einiges los. Also Marius ist gerade dabei, unten im Wohnzimmer unsere Verblendbalken an der Decke anzubringen. Und ich werde heute hier im Bad ein bisschen was weitermachen. Und zwar werde ich einmal hier, wo ihr den kleinen Schlitz seht, den muss ich vergrößern, damit da die Revisionsklappe, die hier hinten liegt, die da, damit die da unten auch wieder reinpasst. Wieso Marius die Öffnung nicht gleich so groß gelassen hat, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, aber naja. Jedenfalls kommt die hier hin, damit wenn irgendwann mal an der Badewanne selbst ein Leck sein sollte, dass wir da auch wieder rankommen, um ja, das wieder in Ordnung zu bringen. Dann hat er mir auch hier die größere Klappe reingebracht, die soll eben hier rein, auch für halt hier Strom und Wasser, dass es immer gut erreichbar ist. Natürlich wird das danach mit eingeputzt, aber wir lassen so einen mini kleinen Rahmen halt. Schaut dann optisch nicht ganz so schön aus, als wäre das komplett verputzt, aber genau, damit wir da halt wie gesagt wieder rankommen würden. Eigentlich wollte er heute auch noch im Nassbereich überall solche Abdichtungen anbringen. Hier so ein Flaschenband, ich glaube das war für die Badewanne. Die Ecken, das hat er sich hier schon so hingestellt. Die sollen hier überall in der Dusche rein und ich glaube hinten an der Wand im Badewannenbereich sollen auch welche hin. Genau, dann meinte er zusätzlich auch noch, er möchte diese Folie hier um die Badewanne noch festkleben. Keine Ahnung, ob das für heute noch klappt oder ob wir das morgen erst machen, aber genau, erstmal ist er unten mit den Balken beschäftigt und ich hier in der Dusche. Thank you.
Am Montag war für uns dann ein sehr, sehr schwerer Tag. Wir mussten schweren Herzens unseren treuen Begleiter, den Jamie, gehen lassen. Ich erspare euch hier die Details, aber er hatte einen immer größer werdenden Tumor im Gesicht und der hat ihm komplett aufs Auge gedrückt und hat sich auch im Mund ausgebreitet. Und ja, er hat teilweise am Ende dann auch nicht mehr sehr gut gerochen dadurch, weil das sich halt entzündet hat. Und wir sind seit Anfang Januar schon in ärztlicher Betreuung mit ihm gewesen, aber irgendwann mussten wir halt die Entscheidung treffen, dass es ja an seiner Zeit wäre. Ich finde so eine Entscheidung immer super, super schwierig, weil man sich auf der einen Seite sagt, ja, er hätte vielleicht noch 3 Wochen, einen Monat, 2 Monate leben können. Und auf der anderen Seite möchte man ihn aber nicht so leiden sehen. Jamie wird jedenfalls für immer in unseren Herzen bleiben und er war so ein guter Hund. Wir hatten ihn damals adoptiert er war 5 Jahre alt. Anfangs war das eigentlich sehr witzig oder, naja, witzig, eher traurig, weil er wusste nicht, was mit dem Ball spielen oder mit anderen Hunden spielen bedeutet. Er kannte das alles gar nicht, weil er, naja, wahrscheinlich recht vernachlässigt wurde. Er wurde dann irgendwann ausgesetzt und Maris Stiefbruder hat ihn gefunden. Und weil ihm sich niemand annehmen wollte, haben wir irgendwann gesagt, okay, trotz unserer nicht einmal 60 Quadratmeter großen Wohnung und unserem Hund Kena, den wir damals hatten, nehmen wir ihn trotzdem, weil wir zu dem Zeitpunkt schon wussten, dass wir eben in unser jetziges Haus irgendwann ziehen werden. Oder wir waren schon auf der Suche nach einem Haus. Ich denke, Jamie hatte noch schöne 7 Jahre bei uns und mit uns. Wir werden ihn sehr, sehr vermissen, aber wir erinnern uns auch an die schönen Tage mit ihm und er bleibt uns auf jeden Fall in sehr guter Erinnerung. Hallo ihr Lieben, an einem sehr düsteren Sonntag irgendwie. Ich hoffe, die Sonne kommt heute noch so ein bisschen raus, aber das werden wir dann sehen. Gestern stand für uns Kindergeburtstag auf dem Programm, das heißt Marlo und ich waren nicht hier, aber Maris war in der Zeit trotzdem tätig und hat schon mal hier, wie man hinter mir erkennen kann, ich drehe mich mal rum, so, das komplette Wohnzimmer ausgeräumt. Hier steht also jetzt nichts mehr auf dem Boden. Ja, hier steht jetzt nichts mehr auf dem Boden rum. Das ist alles weggeräumt. Da stehen zum Beispiel auch die restlichen Steine noch für unseren Ofen und so weiter. Ich hoffe, die Bank hält das aus. Also, ich finde, das war mutig, das dort zu stapeln. Ich hoffe, jetzt entstehen da nicht auch noch irgendwie Risse oder so. Maris hat jetzt hier überall so ein paar Löcher, die da waren, aufgefüllt. Er meinte, hier wären überall, aber noch so, vor allem hier hinten, glaube ich, da noch so ein paar. Und das muss alles weitestgehend aufgefüllt werden, weil hier soll nämlich noch eine Dampfbremse oder Dampfsperre, wie auch immer, jedenfalls so eine Plastifolie drüber, bevor der Estrich kommt. Das heißt, genau, er wird jetzt hier noch alles so weit ausgleichen, dann kommt die Folie und dann kommt der Estrich. Wir haben da jetzt auch jemanden punkto Estrich gefunden, der uns da helfen kann. Dann müssen wir nicht eine Firma beauftragen, weil die wollen auch ganz schöne Summen an Geld. Und unsere Erfahrungen mit Firmen sind ja aktuell nicht die besten, würde ich mal behaupten, wenn wir schon bei Firmen sind. Wir haben jetzt hier mit dem Grundofen, wenn man hier saß, an dieser Stelle uns genau auf, welcher Stein war es? Ich glaube, genau auf den Stein geguckt hat oder auf die Rille, dann hat man da tatsächlich das Feuer durchleuchten sehen. Das heißt, da ist der Riss so groß, dass man halt durchgesehen hat. Und wir dachten einfach so, das kann es doch echt nicht sein. Und da hat Maris mal rumtelefoniert und er hat unter anderem unserem Schornsteinfeger geschrieben und gefragt, ob der nicht einen guten Sachverständiger kennen würde, der er uns weiterempfehlen kann. Und es ist so, dass unser Schornsteinfeger irgendwie Kontakt mit unserem Ofenbauer hat, oder die kennen sich auf jeden Fall irgendwie, ob die jetzt befreundet sind oder nicht, keine Ahnung. Merkwürdigerweise hat dann eine kurze Zeit danach unser Ofenbauer sich endlich mal bei uns gemeldet. Ja, genau. Jetzt haben wir erstmal noch keinen Sachverständiger, aber zumindest mal eine Antwort. Der ist dann auch jetzt endlich mal mit der Firma Pola in Kontakt, die sich
um das eine Problem kümmern soll und immer noch um unsere Tür hier, weil ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber die hängt irgendwie so auf der Seite hier ein bisschen runter, so dass wenn man die öffnet, dann schleift die immer hier über diesen Riegler und ich heb sie mittlerweile immer an zum Öffnen, damit das nicht passiert. Und sie schleift halt auch über diesen Nupsi hier. Ja, alles nicht ganz so ideal. Drunter kann man das auch schon sehr gut erkennen, doch ich habe euch das schon gezeigt, glaube ich, ne? Und ja, jetzt muss man die dann hier immer anheben und dann schließen, weil sonst schaut die Tür bald aus, als wäre sie schon 100 Jahre alt. Genau, so viel Update zu unserem Ofen, so dass ich mittlerweile davon ausgehe, dass unser Ofen das letzte ist, was hier im Wohnzimmer fertig wird. Das habe ich euch, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt, aber gezeigt. Hier sind die Balken an der Decke, unsere Verblendbalken. Das ging tatsächlich richtig schnell, doch habe ich euch auch gesagt, oder? Also ich bin so ein bisschen im Wald gerade, keine Ahnung. Hier fehlen die Balken noch, da haben wir aber auch schon angezeichnet, wo die hin sollen. Die sollen natürlich dann einfach mit denen hier gleich weiterlaufen in die Richtung. Ja, da wir hier kein Wohnzimmer mehr haben, gehe ich mal mit euch rüber. Jetzt Licht an. Haben wir das Wohnzimmer hier ins Esszimmer verlegt. Und unser Esstisch steht jetzt wieder in der Küche. Da haben wir so ein kleines Déjà-vu. Das hatten wir ja sehr, sehr lange Zeit lang, als hier dahinter noch die Türöffnung war und die Seite von unserer Küche noch nicht fertig war, weil unser Esszimmer noch nicht fertig war. Genau, da stand der Tisch dann auch immer hier. Ich glaube, etwas näher am Fenster dran. Aber wir wollten hier genügend Platz lassen für Kühlschrank und für die Kinderküche, damit Marlo hier noch schön spielen kann. Und somit ist dann unser Wohnzimmer da drüben. Bin mal gespannt, wie lange dieses Provisorium jetzt halten wird. Also bis, ich würde mal sagen, März, Ende März ganz bestimmt. Weil bis dahin der Estrich dann eben trocknen muss. Keine Ahnung, ob wir da direkt uns den Holzboden noch holen gehen. Weil das kostet halt auch nochmal eine ganze Stange Geld. Und den dann direkt verlegen. Dazwischen müssen wir ja auch noch irgendwie die Decke fertig machen und die Wände fertig machen. Weil ich denke, wir machen den Holzboden einfach ganz zum Schluss, sonst müssen wir den immer wieder abdecken und abkleben. Und das ergibt dann nicht ganz so viel Sinn. Ich denke, da ist es sinnvoller, wenn der Estrich da ist, dass wir dann Wände und Decke komplett fertig machen und dann den Holzboden verlegen. Und wenn dann halt nur noch der Ofen zu machen übrig bleibt, dann ist es, glaube ich, okay. Aber ja, ich hoffe jedenfalls, dass das mit dem Ofen jetzt auch mal so richtig vorangeht und ja, wir im Endeffekt nicht darauf noch ewig lange warten müssen. Wir werden es sehen. Wir sind auf jeden Fall dran mit der Kommunikation und dass es alles irgendwie klappen soll. Aber ich gehe sehr stark nicht davon aus, dass unser Wohnzimmer, ich würde mal sagen, vor Juli fertig wird. Naja, deshalb geht's umso besser oben im Bad voran. Da hat Maris auch ein bisschen was gemacht. Nicht ganz viel, aber ich zeige es euch trotzdem nochmal kurz. Und zwar hat er hier überall, wo ihr so dieses Rötliche sehen könnt. Ich glaube, da sieht man vor allem hier den Unterschied schon sehr gut. Das hat er einmal ringsrum und am Boden und auch hier an unserem Tritt gestrichen. Und ich glaube, das war, müsste dieses Flaschendicht gewesen sein. Auch das jetzt einmal da überall drüber. Und dann möchte er noch diese Dichtbänder hier kleben. Und wir haben auch so Teile für in die Ecken, genau. Die hier, Dichtecke, die kommen dann noch in jede Ecke hier im Dusch- und im Badewannenbereich. Und wenn das gemacht ist, dann kann ich endlich auch hier in der Dusche weiter verputzen und wenn das getrocknet ist, können wir endlich mit dem Tadellack beginnen. Was steht heute noch auf dem Programm? Da ich gestern nichts gemacht habe, möchte ich eigentlich sehr gerne heute noch was tun. Und zwar habe ich einmal gefragt, ob das zu viel Lärm machen würde, wenn Maris heute den Türrahmen hier rausnimmt. Er sagt, er müsste mal gucken, ob der einfach rauskommt oder nicht. Ich weiß, dass ich das schon mal probiert habe und ich habe ihn nicht rausbekommen. Deshalb ja, wird das wohl eher eine lautere Angelegenheit. Ansonsten möchte ich hier oben rum, einmal da über den ganzen Türrahmen, da möchte ich nochmal so eine erste Putzschicht anbringen, damit es schon mal bis hier rüber zur Heizung grob verputzt ist.
und ja, wir da auch dann quasi bereit für den Kalkputz sind. Strom wird er wohl heute nicht mehr machen, das heißt, die Decke wird heute auch nicht gemacht. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir irgendwann demnächst mal wieder an einem Punkt sind, wo wir so eine Sonnierwoche einlegen können, wo wir dann halt die ganze Woche lang hier vorankommen werden. Und da werden dann wohl eher solche Dinge gemacht. Da wird man dann in der Woche hoffentlich mal wieder so richtig gut vorankommen und so richtig krasse Unterschiede sehen, weil ich finde, es wird mal wieder Zeit für so einen richtig großen Schritt hier auf der Baustelle. Meine Motivation ist jedenfalls groß, aber es hängt immer wieder an so kleinen Ecken, die ich dann wegen irgendwas noch nicht machen kann. Und manchmal denkt man sich da schon so, jetzt hat man die Motivation und man müsste sie eigentlich nutzen, aber irgendwie geht es trotzdem nicht voran. Und ich weiß genau, dass irgendwann wieder der Punkt kommen wird, wo die Motivation sinken wird. Und ja, ich hoffe, da sind wir dann nicht an einem Punkt, wo es eigentlich richtig gut vorangehen könnte. Baumärkte sind heute leider geschlossen, sonst hätten wir vielleicht nochmal die Steine für die Wand geholt, aber ja, das können wir dann auch irgendwie unter der Woche machen oder am nächsten Wochenende. Mal schauen, am nächsten Wochenende ist meine Mutter dann auch seit längerem mal wieder hier, um auf Marlow aufzupassen und da werden wir dann hoffentlich auch wieder richtig gut vorankommen. Zündholz. Die Kürzhage ist raus, das heißt, ich kann auch endlich hier unseren Badezimmereingang verputzen. Der Teil ist aus Metall, oder? Mhm. Okay, ihr Lieben, wie genau kann man bitte schön arbeiten? Marcus hat jetzt gestern hier überall diese Ecken hier geklebt, damit das alles schön wasserdicht hier unten ist. Und der nächste Schritt wäre jetzt einmal den Boden, also die Fliesen vom Boden hier verlegen. Und danach kommen die selbstgemachten Fliesen von mir hier an die Wand. Und ich habe die gerade mal hier einmal ausgelegt, so wie die dahin kommen sollen und es geht bis auf die letzte Fliese genau auf. Das heißt, jetzt darf beim Verlegen da keine Breschen oder so, weil ja, sonst haben wir mindestens 3 Wochen Verzögerung mit dem Brennen. Wird noch eine spannende Sache, aber hier habe ich einmal so immer, dass eine Sonne kommt und dann ein anderes Muster wieder die Sonne. Ja, ich habe andere Sonnen, dann wieder die Sonne, wieder ein anderes Muster, Sonne, anderes Muster, Sonne. Und so weiter habe ich mir die einmal hier ausgelegt.
Genauso wie dann auch hier auf der anderen Seite. Und wie ihr seht, passt es ganz genau. Wir müssen jetzt nochmal mit den Fugen berechnen, wie dick die werden sollen, damit das genau hier reinpasst. Aber ja, schaut schon mal gut so auf den ersten Blick aus. Für die Decke hatten wir jetzt auch irgendwie so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, da so einen Kalkstreichputz irgendwie anzubringen. Weil man ja, wie bereits erwähnt, am Ende diese Unebenheiten hier eh noch so ein bisschen sehen wird. Und genau, mit so einem Streichputz wäre das dann viel einfacher. Da kommen dann, glaube ich, einfach so 2-3 Schichten Streichputz drauf und dann ist gut. Und da wollte ich von euch wissen, kennt ihr gute Marken für einen Kalkstreichputz? Dann gerne mal in die Kommentare damit. Ich habe jetzt gestern einen gefunden, aber da kostet irgendwie so der Eimer 96 Euro oder so. Und ich hatte da irgendwie die Hoffnung, dass es vielleicht noch günstigere gibt. Ich werde dann natürlich auch noch ein bisschen Recherche betreiben. Das war so das, was ich gestern auf die Schnelle gefunden hatte. Aber wenn ihr da eh was kennt, was richtig gut funktioniert und auch gut anzuwenden ist, dann, wie gesagt, immer gerne in die Kommentare damit. Und hier hat ja gestern Maris endlich mal den Türrahmen rausgenommen und ich konnte hier schön einmal alles verputzen, genauso wie hier die komplette Seite. Da waren ja so richtig tiefe Löcher teilweise drin und die andere Seite muss ich noch machen, wollte da aber erst warten, bis die Seite trocken ist, weil ich sonst immer mit dem Hintern hier rankomme und mir da wieder alles verschmiere. Und ja, das hier dann werde ich jetzt heute oder morgen noch machen. Da kann ich mich da schön frei bewegen, ohne Angst zu haben, dass ich ständig dann an die Wand hier gelange. Ja, und dann kommt auch hier anschließend überall nochmal Kalkglätte drüber, damit das alles schon mal von der Basis her schön weiß ist. Da muss ich so die Kanten nochmal ein bisschen mit dem groberen Putz machen. Aber ja, genau. Soweit, so gut würde ich jetzt mal behaupten. Hier die Wand ist ja auch soweit fertig. Wie gesagt, hier wurde alles verklebt. Das um die Badewanne muss Maris noch verkleben. Und dann kann ich theoretisch darum auch alles schon mit dem Verputzen beginnen. Die Klappen müssen wir noch einsetzen. Aber ja, so langsam nähern wir uns, glaube ich, so einem halben Ende. Jedenfalls für die Seite hier. Und die Seite, die muss ja dann, wie gesagt, noch mal ein bisschen Liebe und Zuneigung abbekommen. Heute läuft dann hier wohl nichts mehr. Ich habe ganz spontan Plant Care Day angelegt. Und alle Pflanzen haben mal wieder eine kleine Dusche abbekommen. Der Boy hat es dann jetzt doch wieder geschafft. Ich bin erkältet. Das heißt, heute werde ich hier auch wohl nicht mehr noch groß was umreißen. Heute ist auch für mich Videoschneidetag, das heißt, genau, falls ich doch noch irgendwas tun sollte heute Abend, dann werdet ihr das im nächsten Video sehen. Ansonsten wollte ich euch an dieser Stelle nochmal ein richtig großes Dankeschön aussprechen für das ganze Feedback zu meinem 7 Jahre Rückblick Video. Ich schaue selbst solche Videos auch super gern, habe jetzt auch nochmal einen neuen Account dadurch gefunden, also die haben halt auch so einen 7 Jahre Rückblick gemacht und ja, genau, ich finde das immer super, um so einen Überblick über einen Account zu haben, auch wenn die Videos dann mal länger dauern. Ja, es freut mich, dass das Video so gut bei euch angekommen ist. Wie immer hoffe ich, dass ihr aus dem Video was mitnehmen konntet und dass es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns, bevor meine Stimme komplett weg ist, dann im nächsten Update hoffentlich wieder. Ciao, ihr Lieben! Nee.